Leute, was geht ab, Leute? Hong hier auf dem Weg zum Treffpunkt. Heute ist Bashwa Quest Day. Bin gespannt, wie das ablaufen wird. Wir werden sehen, ob es so wie bei Shigisi Day war mit den Shinies, dass jeder Stop, der ein Shiny hat, für jeden dann ein Shiny ist. Bin gespannt. Hoffentlich wird auch ein bisschen nebenbei geradet, aber ey, wenn man einen sieht, wieso sollte man den nicht mitnehmen? Los geht's. So, Quest Day hat angefangen. Da war gerade ein Stop, an den bin ich gar nicht rangekommen, aber die anderen meinten 15 gute Würfe. Alter, 15. Ja, wird doch nicht so saftig, wie wir gedacht hatten. Aber schauen wir mal, wie es laufen wird. Okay, nach fast einer Viertelstunde habe ich meine erste Quest erfüllt. Alter, schauen wir mal. Okay, weg mit dir. Oh, 117. So, Quest Nummer 2. Muss übrigens 10 großartige werfen oder 15 gute? Auch nicht. Ja, schauen wir mal, wie viel ich hinbekomme. Ja, Quest Nummer 3. Nein. Okay, ich habe endlich mal nach Ewigkeiten wieder eine Quest erfüllt. Bisher läuft's. Oh, und noch eine. Ja, bisher läuft's schleppend. Ich habe keine Ahnung, ob ich lieber Kilometer machen will oder Würfe. Also auf jeden Fall will ich nicht brüten. Ich habe einen Fünfer drin, das schon Ewigkeiten drin ist. Und dafür will ich keine Inkubatoren reinschmeißen. Und selbst wenn, ich habe nicht mal 2 Eier. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ja, kleines Update. Hier 2 Versuche. Die sind halt auch immer alle sehr unterschiedlich. Beim nächsten brauche ich noch 5 Würfe und dann kriege ich ja wieder 2 neue. Aber nichts shiny. Wir wissen jetzt auch noch immer nicht, ob ein Stop garantiert ein Shiny bringt. Für alle dann. Ich gebe euch ein Update, wenn wir es herausgefunden haben. Wahrscheinlich werde ich es aber nicht herausfinden in dem Video. Also schreibt es unten in die Kommentare. Naja, und vergesst nicht zu liken und abonnieren und kommentieren, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt. Ja, und euch viel Glück noch. Bei mir sieht es mau aus. So, 2 von den Kollegen haben jetzt ein Shiny Bashwa. Ja, wahrscheinlich ist es eins dieser Stops da vorne, wir werden es sehen. Müssen wir jetzt zurücklaufen und mal testen. Aber hier checken wir erstmal meine hier. Und dann, okay. Dann schauen wir mal da vorne. Ist die Kamera an? Ja, die ist an. Okay, dann schauen wir mal da vorne, ob der garantiert ist. Wir haben ein Ei. Und damit 2 neue Quests. Und Update. Es soll anscheinend doch willkürlich sein, nicht für jeden. Dasselbe Shiny sein. Also dasselbe nicht, aber jeder derselbe Stop ein Shiny. Wie wäre ja trotzdem unterschiedlich. Wir checken. Nein. 116. Nummer 2. Auch nicht. Wir versuchen es weiter. Okay Leute, wir nehmen einen Golden Raid mit. Oder alle hier nehmen den mit. Der wird sicher getriggert, ausgelöst. So viele Leute wie hier waren. Mal schauen, ob ich diesmal eine bekomme. Bei der letzten Einladung gestern komischerweise keine Einladung bekommen, wo ich an jeder Arena war, die sogar ausgelöst wurden. Komisch. Aber naja. Man kann jetzt hier natürlich auch sehr leicht viele großartige Würfe treffen. Es sei denn, er bleibt direkt drin. Die meisten von denen allen haben schon Shiny. Wir natürlich leider noch nicht, aber wir haben noch die Hälfte Zeit. Also schauen wir mal. Okay, schauen wir mal, vielleicht haben wir ja hier Glück. Im
und gönnen uns einen Shiny 100er. Und schlecht. Schlecht. Der muss nicht mal Shiny sein, Alter. Ah ja, die sind beide schlecht und nicht shiny. Ein kleines Update. Schauen wir mal. Nein, oh, Vorsicht. Ein zweiter Versuch. Auch nein. Okay, so ganz kurz so vor Ende. Relativ noch 19 Minuten. Wir haben einen bekommen, Leute. Wir haben einen bekommen. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, weil shiny so nicht, naja, aber da ist er, 113, ist okay, ist solide, immerhin shiny. Bam. Schön noch posen für das Thumbnail, okay. Seht ihr das, Leute, mein erster shiny, nach was weiß ich wie vielen Rates. Saftige gelbe Berge. 23:12. Ein guter Abschluss. Ein guter Abschluss. Aber ich hätte Foto machen können für Instagram, aber egal. Ich habe schon ein Warschau-Foto. Check meinen Instagram-Account ab. Okay, wir sind wieder zu Hause. Abschließende Worte. Wir haben Shiny und sogar ein Shiny Glodon. Ich bin zufrieden. Jetzt natürlich müssen wir uns das Event genauer anschauen. In unserer Gruppe hat jeder Minimum einen Shiny bekommen. Ich habe jetzt von vielen, vielen Gruppen gehört. Ja, die waren erfolglos. Kein Shiny bekommen, trotz mehrerer Quests. Man muss natürlich auch beachten, man macht halt nicht so viele Quests. Man kann das nicht mit dem C-Day vergleichen, weil beim C-Day, da kann man so schnell so viele Pokémon antippen. Da fängt man ja mehrere 100. Da haben wir, weiß nicht, 50 Quests maximal gemacht. Was an sich, natürlich kann man mehr machen, aber nicht jeder macht so viele Quests. Man muss ja auch an die Gelegenheitsspieler und Masse denken. Und die machen halt vielleicht so 20 bis 30 Quests. Und dass unter den 20 bis 30 Quests ein Shiny mit dabei ist, ist halt nicht so wahrscheinlich. Und jetzt regen sich halt viele auf. Manche finden es gut, weil Shinies sollen ja eigentlich immer noch selten sein. Man soll nicht wie bei jedem C-Day einfach mehrere 10, 20 Shinies bekommen. Sondern Shinies an sich sollen ja eigentlich selten sein. Andere, ja, die finden es nicht gut, weil die haben keinen Shiny. Kann man so oder so sehen, aber wenn ich mir das jetzt so betrachte, im Vergleich zum Shiggy C-Day natürlich, da gab es ja auch den Quest Day sozusagen, mit Shiny Shiggy Sonnenbrille. Also erstmal der größte Unterschied ist, ein Stop, eine Quest, die ein Shiny gegeben hat, hat halt für jeden ein Shiny gegeben. Und das war in diesem Fall heute nicht so und dadurch war es halt noch zufälliger und mehr random. Vielleicht könnte man das ändern, damit zumindest ein paar, ja, ich weiß gar nicht. Also ich finde es ja nicht schlimm, dass Shinies selten sind. Man muss nicht immer jedes Shiny haben von jedem Event. Aber ihr könnt ja gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Hättet ihr gerne, dass so wie beim Shiggy C-Day ist und dass ein bestimmter Stop, wenn der ein Shiny gibt, dann für jeden ein Shiny gibt. So hat halt dann wahrscheinlich jeder ein Shiny. Außer natürlich die Leute auf dem Dorf, die gar nicht so viele Quests haben, beziehungsweise Stops. Und dann, ja, dann machen die halt ihre 5 Stops dort. Und wenn die Pech haben, ist halt keiner von denen ein Shiny. Vor allem, wenn man das mit den Stadtleuten jetzt vergleicht, die 30, 50 Quests gemacht haben und selbst da nicht mal ein Shiny bekommen haben. Kann natürlich auch sein, dass die Dorfspieler Glück haben oder ein paar Dorfspieler und genau in den 5 ein Shiny bekommen. Das ist halt die Sache mit den Shinies und die Sache halt mit den Quests ist halt, man kann nicht so viele Quests machen. Dadurch hat man halt weniger Chancen auf ein Shiny. Zack, kurzer Schnitt hier irgendwo, weil mir ist noch ein Punkt eingefallen und zwar die Quest an sich. 15 Würfe oder 10, das ist schon eine Menge im Vergleich zum Shiggy-Seeder jetzt. Einfach 3 Shiggys fangen oder so, das ist ratzfatz und man konnte das klickern. Oder GoPlus oder Gacha, was auch immer. Also eigentlich kein Problem. Aber die Würfe an sich, das ist natürlich viel, viel zeitaufwendiger. Deswegen auch da meine Frage an euch. Wie hat euch die Quest an sich gefallen? Denkt ihr auch, andere Quests wären besser gewesen oder war die Quest an sich so ganz okay? Oder doch zu langfristig, zu zeitaufwendig? Eure Meinung unten in die Kommentare und weiter geht's mit dem Video. Klar ist auf jeden Fall ärgerlich, wenn die anderen einen Shiny haben und man selber nicht. Aber an sich, dass es jetzt seltener ist, natürlich ist es kein Vergleich zum C-Day, weil C-Day einfach nur antippen. An sich ist es nicht so schlimm, finde ich.
Aber gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Wie findet ihr es? Fandet ihr es leid, dass Shiny Bashura so selten ist? Habt ihr überhaupt Shiny Bashura bekommen? Wenn ja, wie viele? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.